Wir alle freuen uns, wenn ein Minecraft-Update kommt. Doch umso mehr Updates es gibt, umso mehr Fehler gibt es. Es entstehen neue Kreaturen und nicht mal die Entwickler von Minecraft können sich erklären, was das für Kreaturen sind. Und sie selber können diese Kreaturen auch nicht entfernen. Und damit herzlich willkommen zur 12. Folge von... KASSANDRA. Ein kleines Mädchen, das viel Minecraft gespielt hat. Sie spielte auf der Version 1.7.2 und ihr Ziel war es, den Enderdrachen zu besiegen. Sie schaffte es, den Drachen zu besiegen und ging durch das Portal, um zurück in die Oberwelt zu gelangen. Doch es ging einfach nicht. Sie versuchte es wieder und die Welt war nicht gespeichert. Also kämpfte sie ein zweites Mal gegen den Enderdrachen und wollte dann durch das Portal. Doch schon wieder konnte sie nicht in die Oberwelt. Sie versuchte es wieder, doch dann bewegte sich ihr Körper plötzlich von alleine. Ihr Minecraft-Charakter ist quasi lebendig geworden. Sie wurde durch diesen Minecraft-Fehler wütend und wollte das Spiel schließen. Doch es ging nicht. Sie konnte gar nichts mehr machen. Also beschloss sie, ihren Computer auszumachen. Nachdem der Computer wieder hochgefahren war, ist automatisch Minecraft offen gewesen. Und ihr Charakter bewegt sich immer noch von alleine. Das ging die ganze Zeit so, bis sie beschlossen hat, ihren Computer wegzuwerfen, da er nicht mehr zu benutzen war. Sie kaufte sich einen neuen Computer und spielte ab diesem Tag an nie wieder Minecraft. Doch ihr Charakter lebt immer noch und reist in die Welten von anderen Spielern. Sie macht die Welten kaputt, weil sie ihren Schmerz an anderen Spielern auslässt. Der Minecraft-Skin von KASSANDRA ROZENBERG oder Rosenberg ist ein Mädchen mit blasser Haut und roten Augen. Sie hat ein breites Lächeln, einen blauen Pullover, eine schwarze Hose, weiße Schuhe und braune Haare. Doch wenn sie wütend wird, dann verwandelt sich ihr Gesicht in ein verzerrtes. Ihre Augen werden schwarz und ihr Mund wird breiter. Es fließt Blut aus ihren Augen, aus dem Mund und Blutspuren sind auch auf der Hand zu sehen. Das ist also die Geschichte und das Aussehen. Doch kann man KASSANDRA auch beschwören? Ja, das geht wirklich. Ich erkläre euch, wie das geht und teste es natürlich selbst. Als erstes geht man auf den Seed Help Little Ant Girl. Dann muss man ein Totem in der Nähe vom Spawn aufbauen. Man kann das Totem im Kreativmodus bauen, doch man soll danach direkt wieder in den Überlebensmodus gehen. Der Schwierigkeitsgrad ist egal, genau wie die Uhrzeit. Am besten ist es, in den neueren Minecraft-Versionen dieses Ritual durchzuführen. Ich mache es in der 1.16.5, weil diese Blöcke erst ab dieser Version verfügbar sind. Also, man braucht 4 weinende Obsidian-Blöcke, 4 Blöcke Seelaternen, 4 blaue Laternen und 4 Seelenfackeln. Dann noch ein blaues Lagerfeuer und blaue Schilder. Ich baue das jetzt genauso nach wie auf der offiziellen Seite und genau so muss man das machen. Die Reihenfolge, wie man das baut, ist nicht wichtig, aber die Schilder müssen am Ende sein. Also das ist das Wichtigste dabei. Vor dem Totem platziert man jetzt ein Schild und schreibt folgendes drauf. /summon_KASSANDRA_ROZENBERG. Ja, ich bin nicht perfekt in Englisch. Und das Ganze zweimal. Und das auf jeder Seite. Hier könnt ihr sehen, wie ich das mache. Dann muss man einfach ganz normal Minecraft weiterspielen und KASSANDRA wird sich bald bemerkbar machen. Solange ich hier im Hintergrund ganz normal weiterspiele, erzähle ich euch die Merkmale, die auftreten können. Und vielleicht passiert mir das jetzt hier in der Aufnahme. Wenn irgendwas ist, dann zeige ich euch das nochmal genauer. Also als erstes wird sie in netter Form auftauchen. Sie wird dich ganz nett und freundlich fragen, brauchst du Hilfe? Oder sowas wie, was machst du hier, Reisender? Oder halt sonstige Fragen, die so ähnlich sind. Halt ein ganz normales, kleines, unschuldiges Mädchen. Das denkt man aber erstmal. Denn sobald sie aggressiv wird, warum auch immer, wenn ihr irgendwie weggeht oder nicht mit ihr schreit, dann kann sie halt wütend werden. Es ist quasi nur eine Frage der Zeit, bis sie wütend wird, denn früher oder später wird sie es. Sie ändert dann ihren Skin, wie vorhin erwähnt. Ab dann wird man es bereut haben, in dieser Welt zu sein. KASSANDRA wird dich verfolgen, wo auch immer du hingehst. Die einzige Möglichkeit, fern von ihr zu bleiben, ist, dass man durch Portale geht. Denn da durchzugehen, traut sie sich nicht. Ein Haus zu bauen ist sinnlos, da sie es direkt anzünden wird. Wenn man sie ignoriert, wird sie noch wütender. Es gibt sogar schon Merkmale, wie man merkt, dass KASSANDRA wirklich in der Welt ist. Zum Beispiel eine große Ansammlung von Creepern, Füchsen oder Katzen. Manche Holzblöcke sind durch Obsidian ersetzt worden. Manchmal ändert sich auch das Wetter ziemlich eigenartig. Es könnte für ein paar Sekunden regnen und dann hört es wieder auf. Tag und Nacht können sich manchmal auch blitzschnell ändern. Also, jetzt das Fazit.
Nach fast einer halben Stunde habe ich nicht mal ein Anzeichen gesehen. Es würde auch nichts bringen, länger zu suchen. Damit kann man ganz klar sagen, dass Cassandra nicht echt ist. Und ich habe auch alles richtig gemacht, denn die Uhrzeit ist egal, die Version ist egal und das Biom ist egal. Also eigentlich sollte sie sich schon längst zeigen. Das hat aber nicht funktioniert, somit ist Cassandra eigentlich fake. Aber es gibt Beweisbilder und das erhöht den Platz beim Ranking. Es könnte ja sein, dass es nur bei ein paar Leuten funktioniert hat. Aber ich muss wirklich sagen, bei den Bildern, manche sehen wirklich komisch aus, wie das hier oder das hier. Bei diesen Bildern sieht Cassandra so rein editiert aus. Und das glaube ich auch sogar. Also so sieht das Ranking jetzt aus. Ja, Cassandra ist wirklich auf dem vorletzten Platz. Ich habe sie nämlich nicht gefunden und außerdem sehen die Bilder sehr merkwürdig aus. Bisschen komisch finde ich auch, dass auf ein Bild Cassandra in der Beta 1.5 zu sehen ist. Also irgendwie stimmt da etwas nicht. Gerne könnt ihr das auch ausprobieren und eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Schreibt auch gerne eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Genau wie über ein Like, damit unterstützt ihr mich sehr, sehr, sehr. Abonniert gerne diesen Channel, falls ihr es noch nicht getan habt, um nichts zu verpassen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.